Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Utlust! Ja, diesmal nicht frisch rasiert, sondern frisch geduscht und dementsprechend auch die Frisur. Ich habe jetzt auch wieder eine andere Lampe und hoffe, dass jetzt mein Face besser zu sehen ist, wenn ich mich erschrecke und so weiter. Moment, ja. Ich muss gerade mal kurz auf die Uhr gucken, ob die auch läuft. So, wir haben ja hier, zuletzt, ich habe ja jetzt eine neue Session angefangen, deswegen muss ich gerade mal überlegen, was denn hier nochmal Sache war. Ne? Wir haben hier einen Weg nach draußen gesucht, soweit ich weiß. Und ich habe keinen Weg gefunden. Oh. Toll. Ich habe in den letzten Parts, ja, oder in dem letzten Part war es, glaube ich, nur, habe ich die ganzen Zäune hier abgesucht. Hier ist ein Loch. Willst du mich verarschen? Ich mache ein bisschen lauter. Ein bisschen mehr Atmosphäre. Ich muss übrigens leise sein, weil ich nehme mitten in der Nacht auf. Wochenende, natürlich. Da ist das Feeling einfach besser für Outlast, wenn man nachts aufnimmt. Oh Gott. Was? Wow, da läuft so ein Dicker. Nein, nein. Mach schon. Boah. Spaß, habt ihr das gesehen? Da war es noch ein Dicker. Ach, ich muss da drüben lang, oder was? Ich versuche mich diesmal ein bisschen zu beherrschen. Was meine Angstzustände angeht. Betrifft, besser gesagt. Aber das ist so schwierig in dem Spiel, da die Ruhe zu bewahren. Einfach. Ich brauche bald keine Batterie mehr. Ja, ja. Ich glaube, hier können wir runter. Ach, Scheiße. Okay. Was? Was war das? Grafikfehler ausgesehen. Alter. Sind schon wieder an der Stelle. Ich werde wahnsinnig. Das war die gleiche Stelle, an der wir eben schon waren. Aber wir müssen da lang. Warum kann man sonst hier hoch? Warte mal. So, Vater Martin. Ja, toll. Vielleicht? Ach du Scheiße. Warum können wir denn... Ach, da ist eh offen. Toll. Ist wahrscheinlich nur, um dem Typ zu entgehen. Abzuhauen. Hier oben der Weg. Scheiße. Hä, ich wurde gewechselt. Nix.
Finde Vater Martin in der Frauenstation. Oh Gott, ey. Lass mich rein. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Diese Äste dauernd, die kaputt gehen. Ich muss an einen sicheren Ort, um das zu lesen. Oh, hier kann man eh rein. Moment, so. Oh, Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten? Ach, eben wie in Kindertagen. Wie im Kindergarten. Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Hat das jemand mal von euch gemacht? Also ich habe noch nie Geld in den Mund genommen. Vielleicht als Kind und ich kann mich nicht dran erinnern. Das kann sein. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Wir verwandeln uns in ein Zombie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Frauenstation. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, Revelation is at hand. Benutze die oberen Stockwerke, um zu fahren. Scheiße, wo sind wir denn hier wieder gelandet? Ich kann mal Batterien gebrauchen, ich habe nur noch eine. Oh oh. Dieser Dicke, der macht mich immer noch nervös. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der ist hinter uns her. Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt schon wieder? Waschmaschine oder was? Was ist da drin? Notiz, schon wieder. Das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzel und sehe atmosphärische Störungen, etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Es kommt von hinter der Wand. Ist das Deutsch richtig? Richtig Deutsch? Ich kenne es. Wie, du kennst es? Aber langsam Sorgen. Ich könnte zwar eine Batterie gebrauchen. Wäre gescheiter. Als Geräusch im Kopf. Nein! Oh. Oh ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, eine Batterie, juppiduppidi. Ganz ehrlich, ich bin so froh, wenn das Let's Play vorbei ist. Was für Musik? Junge! Verstecken! Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ich glaube, die Luft ist rein. Wir können raus. Oder?
Hier sind so viele Spinte zum Verstecken. Das bedeutet doch wieder irgendwas Böses. Wir müssen ja hoch, also sind wir richtig. Nein. Nein, warum? Wer macht denn hier die Treppe kaputt? Oh, Hilfe. Verdammt. Ach, das war nur Holz. Das gehört. Ach, nö. Ah, gibt's wieder was zu lesen? Bin ich mal gespannt. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Bauer. Was betreuer? Für den Betreuerstab von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis: Nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alb, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen. Ah, war ja klar, wir wieder, ne? Welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringend auf. Das hat man wirklich manchmal, ne? Wenn man aufwacht und so das Gefühl, man kriegt keine Luft. Das ist der Wallrider, Leute. Der Name Mara lässt auf Ma oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten. Aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwasser der schlafenden Männer trinken. Ohne Spaß. Das ist so strange gemacht alles. Batterie? Ich habe immer Angst, die Türen aufzumachen und zu gucken, ob da eine Batterie drin ist. Da ist meistens was anderes drin, aber keine Batterie. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott. Ist das da links um die gesamte Spielzeit? Wir spielen erst eine Stunde und 20 Minuten. Ich bin schon so fertig. Na? Mach mal auf. Muss da hoch. Warum? Hallo? Mach doch mal auf. Der Rollstuhl rollt. Also, das Rad. Also war da bestimmt gerade jemand. Da kann ich hoch. Ach komm. Ist ja wohl ein Scherz jetzt, oder? Also, ich muss ja mal ganz kurz sagen, die Let's Playerinnen, ja, die das Spiel spielen, Respekt. Also die meisten Mädels, die ich kenne, in meinem Bekanntenkreis, die würden das Spiel nie anfassen. Niemals. Niemals nie. Wieso muss ich eigentlich schon wieder in so einen Keller? Warum die Musik? Was ist das? Scheiße. Da ist einer. Da ist einer. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Dann Knüppel. Dann Knüppel. Dann Knüppel. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Sorry, wenn ich so flüster, aber wie gesagt. Oh, ich hab gedacht, da steht einer. Ich nehme ja nachts auf. Muss ich wirklich ein bisschen leiser sein. Sonst habe ich dasselbe Problem wie, der Herr Kronk, bei dem sich ja die Nachbarn beschweren. Verdammt, wie komme ich jetzt hoch? Der Aufzug wäre eigentlich der einfachste Weg, aber ich denke mal, der ist kaputt. So wie er da so hängt.
Kann ich hier springen? Oh, toll. Ich wäre ja schon viel früher rübergehen können. Naja, was soll's. Ach, die Musik schon wieder. Oh, mein Herz. Okay, hier scheint zu sein. Wir sind einfach auf dem Schwartesten, wir gehen zusammen, hä? Wenn du dabei bist, machen die mir bestimmt nichts. Boah, meine Nerven. Ganz ehrlich, ich habe komplett den Orientierungssinn verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach du Scheiße. Sieht sehr einladend aus. Das Problem ist, das Spiel ist schon viel zu lange wieder zu ruhig. Ich warte schon auf den nächsten Schocker. Was? Drive-in? Nee, jetzt was. What? Zur Hölle. Nein, eine Sackgasse. Scheiße. Oh. Ja, toll. Jetzt wenigstens eine Batterie. Was? Sicherung für den Wäscheschacht? Okay. Ich habe noch keinen Wäscheschacht gefunden, aber... Fuck. Scheiße. Hilfe, da ist noch einer. Hä? Nee, das ist ein anderer Weg. Hä? Scheiße. Ich will hier raus. Ich glaube, da war eine Batterie. Boah, sogar zwei! Wie geil ist das denn? Invite Wallrider, nö. Oh, soll ich den inviten? Geht's noch? Ist okay. Ja, jetzt habe ich zwei Sicherungen eingesammelt, aber habe keine Ahnung, wo dieser Wäscheschacht sein soll. So Leute, würde ich sagen, das war's für den Part und wir sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht und ob wir den Wäscheschacht jemals finden werden. Ciao!